Peggy 16. Looks like that dwarf is stuck in the middle of the Greenskins. His teammates are either unconscious or most likely dead. What he needs, Bob, is a miracle. Wait, you hear that? That's the sound of Bugman XXXXXX. Probably the best beer in the old world. Ha! Come and get it, lad! Go! Never seen a dwarf run that fast. Bugman's beer, beer of the Mountain Kings. Und mit diesem Video heiße ich euch heute herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Fantasy Gaming News. Und heute beginnen wir mit Blood Bowl 3. Hier gibt es einen neuen Trailer zu bestaunen. Und der Release ist immer noch angesetzt für August 2021. Ich werde euch weiter bei diesem Spiel auf dem Laufenden halten. Jetzt kommen wir aber zu dem, was uns sicherlich alle interessiert und am meisten interessiert. Nämlich Warhammer 3 und sogar der hauseigene Kanal von Games Workshop, Warhammer, der hieß früher Warhammer TV übrigens, hat hier auch nochmal ein Video veröffentlicht zu den Meinungen und zu den Designs von Total War Warhammer 3. Falls euch dafür interessiert, wünsche ich euch dabei viel Spaß. Ein Artikel von IGN ist mir aufgefallen, und zwar in dem heißt es, die Macht eines sterbenden Gottes zu retten oder auszunutzen. Jedes Rennen bzw. Rasse, ist hier falsch übersetzt, bietet eine einzigartige Reise durch das albtraumhafte Chaosreich, in dem einem Endspiel gipfelt, das das Schicksal der Welt bestimmen wird. Es gibt noch einen weiteren Artikel, dort ist genau oder beziehungsweise fast genau derselbe Satz. In der Geschichte haben Spieler die Wahl, die Macht eines sterbenden Gottes zu bewahren oder auszunutzen. All eure Entscheidungen haben dabei direkten Einfluss auf den Verlauf des bevorstehenden Krieges. Welcher Gott kann denn bitte sterben? Da gibt es eigentlich nur einen, und das ist Nagash. Und der kommt immer wieder. Außerdem heißt es hier, die Macher versprechen zudem das bislang größte Aufgebot an Helden, Monstern, Kreaturen und Kräften der Reihe. Es darf also weiter fleißig spekuliert werden, und das habe ich mit dem Exploding Hamster auch gemacht. Ja, ich bedanke mich hiermit nochmal herzlich für die Kooperation. Es war mir eine Ehre, mit ihm dieses Video aufzunehmen. Nicht wundern über die wenigen Klicks. Seine Videos kommen immer morgens um 8 Uhr raus. Und ich nehme das Video hier jetzt irgendwie 5 nach 8 ist es jetzt. Ja, 5 nach 8 nehme ich dieses Video auf. Also nicht wundern. Und es gab ja in den letzten Tagen einige Falschinformationen. Ich denke, hiermit habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen aufgeräumt. Ich habe hier mein detailliertes Wissen preisgegeben, sozusagen, ja. Und über eine Stunde haben wir wirklich geredet. Das kam mir vor wie eine halbe Stunde, aber eine Stunde. Holy shit. Ich wünsche allen viel Spaß und schaut auch bei dem Hamster mal rein. Der veröffentlicht immer sehr gute Turnierspiele von Total War Warhammer 2. Und macht noch viel mehr mit Warhammer. Ich habe außerdem eine Karte bekommen von einem User namens Jay Axel. Der schaut mir ab und zu zu bei Twitch. Und er meinte, diese Karte ist ein Leak. Ich kann jetzt hier nicht in dieser Newsfolge auf diese Karte eingehen, da mir zu viel aufgefallen ist. Das machen wir am Dienstag. Ja, also übermorgen. Am 16. machen wir das. Da erzähle ich, was mir aufgefallen ist, und dann talken wir darüber ein bisschen, oder beziehungsweise ich talke darüber, was hier anders ist, und über die Bereiche dann auch. Ja, was kommen könnte und was nicht, und
Darüber talken wir am Dienstag. Die Premiere findet ihr bereits auf meinem Kanal. Das wird nochmal ein extra Video. Währenddessen ist für Total War Warhammer 2 nochmal ein kleines Bugfix-Update erschienen. Nicht verkehrt. Gute Arbeit von CA. Und es gibt auch noch einen Rabatt auf Total War Warhammer 2 bei Steam direkt, sowie auch zu einigen DLCs wegen diesem Happy Lunar New Year chinesischen Event-Tag. Ja, ich sag nur CA und der asiatische Markt, ja. Grand Katai, ja, mehr muss ich nicht sagen. Und ein Video kam von mir auch nochmal raus zum letzten DLC von Total War Warhammer 2, das wir noch erwarten werden. Und wie man hier schon sieht, geht es hauptsächlich um die Tiermenschen, aber auch um andere Fraktionen und um andere legendäre Lords. Falls euch dafür interessiert, schaut doch gerne da mal rein. Einige Mods sind mir wieder aufgefallen, und zwar gibt es für die OVN Lost Faction Mod eine Mod für die Unit Cards der Chaos-Zwerge. Sieht doch alles sehr schick aus, finde ich. Und ich habe mit dieser Mod bereits gestreamt. Falls ihr wissen wollt, wie das bei mir aussieht, schaut einfach mal die letzten Twitch-Uploads rein. Das sind bei mir immer die Videos, die so lange gehen, über 6 Stunden und so. Ja, so lange streame ich wirklich. Einem User, dem Heinrich Gandalf von mir, der ist immer sehr fleißig am Tee trinken, ja, wenn ich streame, dem ist das sofort aufgefallen mit dem Schnee und so, obwohl man hier gar keinen Schnee jetzt sieht, aber es sieht halt mega krass aus und es sieht halt deutlich besser aus mit diesem Mod. Es gibt davon noch eine Light-Version. Das ist, ja gut, das ist die hier, ja, für bessere FPS. Aber diese hier, die toppt nochmal alles. Und ja, falls ihr euch die auch mal reinziehen wollt, hier, diese kann ich übrigens auch empfehlen. Dann wünsche ich euch damit viel Spaß. Die hier, die kenne ich auch. Die habe ich auch mal ausprobiert, aber nicht im Spiel, beziehungsweise nicht live oder bei einer Aufnahme. Mit der konnte ich mich dann aber nicht anfreunden, weil in der Schlacht selber hast du ja keinen Tag-Nacht-Wechsel. Also du spielst die Battlemaps ja immer nur zu einer Tageszeit, ja. Und hier in der Kampagne ist es immer abwechselnd, deswegen konnte ich mich mit der nicht anfreunden. Aber ansonsten sieht die auch sehr geil aus. Kann ich euch auch empfehlen. Alles wie immer unten verlinkt. Schaut dort einfach mal rein. Als nächstes kommen Warhammer Underworlds Online. Diese haben gleich mehrere Skins auf einmal veröffentlicht. Hier sind die ersten beiden. Dann kommt Part 2. Auch was für die Grünen heute dabei. Übrigens, jedes Skinpack kostet 9 Euro. Und Part 3 hier. Aber wie gesagt, kostenlos gibt es die nicht. Und dann kam noch ein großer Patch raus mit einer neuen Kriegsbande, die Stormwise, Course Breakers, neue Emotes, neue Deck-Templates, New Pricing und exklusive Skins. Ich wünsche allen viel Spaß, die Warhammer Underworlds spielen. Ein Patch kam auch nochmal ebenfalls raus für Warhammer Vermintide 2, und dabei geht es hauptsächlich um die Bots, dass die besser heilen, dass die Fernkampfwaffen besser benutzen und so weiter. Also es geht hauptsächlich um die Bots. Wer danach jetzt gefragt hat, keine Ahnung, aber trotzdem gut, dass sie es machen. Ein Artikel ist mir aufgefallen im Internet, und zwar von Entwickler Frontier. Ja, der wird hier hochgelobt von 4Players, weil er so viele Erfolge einfährt. Und was ich hier gesehen habe, ist dieser Text. Bis zum 31. Mai 2023 wird zudem ein Echtzeitstrategiespiel in der Welt von Warhammer Age of Sigmar für PC, Konsolen und Streaming-Dienste erscheinen. Damit ist dann hier aber auch schon Schluss. Nur dieser eine Satz existiert in Bezug auf Warhammer. Also Frontier hat sich Lizenzrechte gesichert von Games Workshop und entwickelt hier ein Echtzeitstrategiespiel. Von Games Workshop gibt es zwei neue Battletoms. Das sind die Armeebücher, und das eine ist für die Hedonites of Slaanesh.
sehr schick wie immer. Ich nehme ab und zu gerne mal Tabletop mit rein. Kommt immer drauf an, was das ist. Und dann die Doctors of Kane. Das sind jetzt nicht ganz neue Armeebücher, sondern das sind neue Versionen, so wie ich das verstanden habe. Falls ich mich irre, schreibt es in die Kommentare und verbessert mich. Und zu guter Letzt, Balduins Bücherwelt hat neue Videos veröffentlicht zu den Dunkelelfen, zu den Waldelfen und zu den Grufkönigen. Er macht Lore-Videos und an diesen Folgen habe ich auch mitgewirkt, zum Beispiel hier mit diesen Videoszenen. Sieht man da auch was jetzt gerade? Nee. Ja, da war gerade ein bisschen was. Ja, hier ist ein bisschen was zu sehen. Also in diesem Video gibt es Video-Ambiente-Szenen von Total War Warhammer 2, die habe ich ihm geliefert. Und wenn ihr euch für Warhammer Lore interessiert, speziell für die Armeebücher oder für die einzelnen Fraktionen, wenn ihr da mal mehr wissen wollt, dann schaut auch gerne mal bei Balduins Bücherwelt rein. Und der Waldschrat, zu guter Letzt, er hat hier einen Spielbericht veröffentlicht, ein Job für Helden, Tabletop, Warhammer, Fantasy, aber ich möchte nicht spoilern, worum es dabei geht. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.